Ich grüße dich. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Oder wie es in Italien heißt, Buongiorno. Wir machen heute ein fantastisches Ciabatta. Und zwar genauso, wie du es in Italien bekommst. Wie du da selber vorgehen kannst, das möchte ich dir gerne zeigen. Du benötigst dafür nicht viele Zutaten, jedoch einiges an Geduld. Aber glaube mir, es lohnt sich definitiv. Und dafür benötigst du 300 Milliliter lauwarmes Wasser und gibst dort 8 Gramm frische Hefe hinein oder auch 2,6 Gramm Trockenhefe. Im Anschluss löst du die Hefe im Wasser auf. Gibst noch 20 Milliliter Olivenöl hinein. Sowie 400 Gramm Weizenmehl Typ 1050. Und zu guter Letzt darf natürlich das Salz nicht fehlen, von dem wir 8 Gramm nehmen. Meines ist ohne Rieselhilfe, deswegen klebt das immer ein wenig. Und natürlich werden jetzt die Zutaten zu einem glatten Teig verrührt. Im Anschluss ölen wir eine Schüssel wieder mit Olivenöl aus. Und geben den Teigling darauf darin. Deckel drauf mit einem Atemloch für die Hefe und dann kann das Ganze auch schon für die nächsten 15 Stunden in den Kühlschrank gegeben werden. Da kann man nur sagen, gute Nacht. Nach den 15 Stunden könnt ihr bereits sehen, dass die Hefe sehr gut gearbeitet hat. Und jetzt lassen wir den Teig nochmal für 2 Stunden bei Zimmertemperatur stehen. Und auch nach diesen 2 Stunden seht ihr, dass der Teig regelrecht explodiert ist in der Schüssel und jetzt ist er auch bereit für die weitere Verarbeitung. Dafür bemehlen wir unsere Arbeitsfläche und geben den Teig darauf. Und bemehlen natürlich noch den Teigling von oben. Nehmt am besten eine Teigkarte und jetzt schlagen wir den Teig ein wenig ein, so lange, bis das Mehl den Teig kleidet hat. Und legen und falten ihn im Anschluss, sodass die Luft hinausgedrückt wird. Nun geben wir ungefähr einen Esslöffel Olivenöl auf ein Backpapier und platzieren anschließend unseren Teigling darauf. Natürlich wird er jetzt auch noch von oben mit Olivenöl eingekleidet und dann kann er auch schon für die nächsten 30 Minuten erstmal ruhen. Und diesen Vorgang wiederholen wir dann noch 4-mal. Sprich 30 Minuten ruhen lassen und dann legen und falten. So schnell kann es gehen und wir können den Teig wieder auf unsere Arbeitsfläche tun, die wir natürlich vorher bemehlt haben. Und dann kann auch schon der Teigling darauf. Und wir teilen ihn uns in 2 gleich große Teile. Nun drücken wir jede Teighälfte wieder platt, damit wir die Luft hinauslassen können.
und forme natürlich jetzt im Anschluss ein Chia Butter daraus. Jetzt wird das kleine Würmchen noch mit Mehl bestäubt und geben die Teiglinge aufs Backblech. Und solltet ihr trotzdem noch Luftblasen im Teig haben, kein Problem, einfach die Luftblasen ausdrücken. Und nun lassen wir die Teiglinge nochmals für 30 Minuten ruhen und heizen in der Zwischenzeit unseren Backofen auf 225 Grad auf. Und nach den 30 Minuten kann der Teig auch schon. So schnell kann es gehen und schon sind 25 Minuten vergangen und die Chia Butter sind goldbraun ausgebacken worden. Natürlich darf die Klopfprobe nicht fehlen. Denn nur wenn sich das Brot von unten hohl anhört, ist es auch fertig. Und nachdem das Chia Butter jetzt ausgekühlt ist, können wir es natürlich auch anschneiden. Und schaut euch mal an, was das für eine wunderbare Krume ist. Hm, herrlich und wunderbar weich und flauschig. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken, einen wunderbaren guten Appetit und bis demnächst. Pfiat's euch!